bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte. Wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage. Wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Wort 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vortec entworfen, aber er wurde von euch erbaut, von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Wort weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Wort 76 unsere Zukunft beginnt. Schlafen haben. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Wort 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch ihre Herkunft, ihre Hautfarbe oder ihren Glauben. Doch sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Was aber viel wichtiger ist, sie alle werden immer meine Familie sein. Ja, hi und herzlich willkommen zu Fallout 76. Mein Name ist Camopixel, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, euch mitzunehmen ins verstrahlte Ödland. Lehnt euch zurück und genießt die Aussicht. Das reicht. Und jetzt wollen wir einen Schnappschuss machen. Das nehmen wir. Wir sind fertig. Wir wollen nach draußen, wir wollen ins Ödland, wir wollen die verstrahlte Gegend sehen. Wir wollen sehen, was ist mit dem Land passiert. Hier ist ja alles beim Alten im Vault. You are invited. Ein typisches Vault zu Hause. Alles sehr clean. Typische Vault-Einrichtung. Fernseher können wir benutzen. Ah, wir können ihn ausmachen. Wurde noch gegessen. Hier waren aber zwei Leute zum Essen. Ah, es wurde offensichtlich eine Party gefeiert, wie der Aufseher uns auch berichtet hat. Vergiss nicht, deinen Pip-Boy mitzunehmen, bevor du gehst. Ja. Und der wäre wo? Ach, hier. Ein goldener Pip-Boy. Er sah nur so aus. Ja, der Pip-Boy ganz klassisch in jedem Fallout-Spiel dabei.
Rückeroberungstag, Quest begonnen. Drücke Tab, um deinen Pip-Boy zu öffnen. Ja, der Pip-Boy, wer kennt ihn nicht? Strahlung wird angezeigt. Unsere Status-Effekte, Gegenstände. Die ganzen Quests. Vault werden wir verlassen. Genau, das typische Vault-Radio. Ja, das schauen wir uns alles genauer an. Wir wollen erstmal ankommen. Bewegung. Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Eine enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist. Dass ich stolz auf Sie bin. Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission. Draußen in Appalachia. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Durchsage. Ansage erfolgt erneut in 24 Stunden. Okay, wieso System genau? Okay, wieso genau haben wir die Party verschlafen oder sind am nächsten Tag nicht aufgewacht und alle sind weg? Es ist immer dasselbe, alle sind weg. Ob der Vater sich aus dem Staub macht, der Sohn verschwindet, gekidnappt wird. Es ist immer dasselbe. Nur die Roboter werden zurückgelassen. Crutchley. Interagieren. Hallo? Heute ist endlich Ihr Rückeroberungstag. Mhm. Sie können es sicher kaum erwarten, genau, endlich die Welt da draußen zu erkunden. So sieht's aus, Crutchley. Ich bin bereit zum Aufbruch. Hervorragend. Eine Welt voller Abenteuer erwartet Sie. Die Kioske enthalten Informationen, die Ihnen nützlich sein dürften. Nur zu, los geht's. Na dann. Falls Sie dort draußen noch andere funktionierende Mr. Handy-Einheiten finden, grüßen Sie sie von mir. Natürlich, Crutchley. Nichts lieber als das. Stay hydrated. Worthy. Okay, das ist jetzt der Tutorial-Abschnitt von dem Spiel. Man lernt sich zu bewegen, umzuschauen. Halten Sie sich stets mit Medikamenten eingedeckt. Und machen wir. Vergessen Sie nicht, sie aufzugeben. Das machen wir. Higginbottom. Annehmlichkeiten gibt es draußen keine, Sir. Was Sie haben möchten, müssen Sie bauen. Kein Problem, dafür sind wir geschult. Ich meine, wir wurden ja in diesem Vault vorbereitet, das Land zurückzuerobern. Vergessen Sie draußen nicht Ihre Manieren. Nein. Seien Sie höflich. Natürlich. Seien Sie hilfsbereit. Das Camp ist entscheidend für den Wiederaufbau Amerikas. Eine rostige Camp, okay. Schlage ein Camp auf, nachdem du den Vault verlassen hast. Öffne dazu deinen Pip-Boy und drücke Z, wenn du dich in der Wildnis befindest. Hier heißt den Vault, also von der Vault. Irgendwo anders steht die Vault. Wie auch immer, wir hauen jetzt eh ab. Wir hauen ab. Das erinnert mich an Fallout 3 mit seinem Test. Nicht vergessen, Anpassung ist wichtig. Ah. Wenn Ihre Rolle nicht funktioniert, versuchen Sie eine andere. Seien Sie kreativ. Meine Brille und den Partyhut setzen wir auch natürlich auf. Falscher Knopf. Da ist er. So. Ja, was für eine entspannende Musik. Screening. Oh, das Tor wird geöffnet. Kommt jetzt hier die Strahlung rein und alle sterben? Ist nur hell.
Oh, ein Speer. Ja, genau, ich erinnere mich. Wir können diese Begriffe hier eingeben. Das ist so ein bisschen wie das Mastermind damals. Es müssen die richtigen Buchstaben am richtigen Platz sein. Man kann aber vorher hier sowas, quasi diese Codes, da noch eins finden, noch einer. Und darüber kann man falsche Begriffe entfernen. Bedeutet, unsere Wahrscheinlichkeit steigt, den richtigen Begriff zu finden. Das müsste alles gewesen sein. Jetzt probieren wir zum Beispiel den hier. Es wird uns angezeigt, ein Treffer. Ein Buchstabe ist an der richtigen Position. Wenn wir das jetzt vergleichen, das könnte hinhauen. Das zum Beispiel nicht. Das auch nicht. Das könnte hinhauen. Das nicht. Wir probieren direkt einfach mal das nächste. Okay, dann können wir nämlich einengen. Das ist 0. Was sagte ich? Das würde auch funktionieren. Mit Agis eine Übereinstimmung, mit Putz 0 Übereinstimmung. Ja, sehr schön. Wir haben eine Challenge abgeschlossen. Wir haben Erfahrungspunkte gesammelt. Vorfallsbericht, Sicherheitsaufzeichnung, Sicherheitsanweisung, Vorfallsbericht, alkoholischer Ruhestörer, Übergriff untersucht, Untersuchung von unautorisiertem Zugriff. Das Terminal wurde gehackt. Okay, Sie wissen nicht, wer das war. Bei der Hälfte der Bewohner handelt es sich um Genies. Wie sollen wir sie von Dateien beschränkten Zugriff fernhalten? Haben die Schichten verdoppelt, um mehr Augen da draußen zu haben, als ob das helfen würde? Gut. Diebstahl. Schon wieder. Zuckerbomben aus dem Zimmer fällt. Mein Gott, die Vault-Probleme. So. Genug rumgedödelt im Vault. Wir machen uns auf den Weg nach draußen. So, du bist. Auf Wiedersehen. Aloha. Ciao. Ciao. Arrivederci. Au revoir. Au revoir. Was ist das? Pick a special loadout. Kampfbereiter, unerfahrener Bewohner. Ach, man kann jetzt schon auf. Verlassen den Vault auf Stufe 20 mit einem Special Loadout ihrer Wahl. Sie sind bereit, sich sofort in gefährliche Gefilde zu stürzen. Das ist neu, das ist mir unbekannt. Man kann also quasi sowas wie überspringen. Enthält Waffe, Rüstung, Skill? Nein, wir sind unerfahren, wir starten quasi bei 0. Okay. Jetzt können wir uns einen Skill aussuchen. Schläger. Zweihandwaffen Schadensbonus plus 5% Erfahrungspunkte, wenn du dich mit anderen Vaultbewohnern zusammentust. Bessere Aktionspunkte, Regeneration, Pistolenschadenbonus, Stimpaks heilen mehr Gesundheit. Das ist ziemlich nützlich. Damit werden wir starten. Erreiche eine höhere Stufe. Squad Challenge. Sammle aufbereitetes Wasser. Wird geladen. Ui. Rang 1 erreicht. Rückeroberungstag. Quest abgeschlossen. Wir sind im Ödland. Ärger im Wayward. Quest begonnen. Spielesymbole. Ja. Finde heraus, was aus Appalachia geworden ist und den Einwohnern. Das werden wir. Wir werden vor allen Dingen herausfinden wollen, was mit der Aufseherin ist. Oh, es wird zu. Responder-Signal gefunden. Das Ödland sieht gar nicht so öde aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe gelesen, dass Appalachia. Wow, guck dich die Map an. Schon viel am Dampfen, also schon viel zerstört. Aber dass dieses Tal hier weitestgehend verschont geblieben ist.
von den Bombardierungen. So, wer bist du? Pennington. Pennington, kannst du uns was erzählen zur Aufseherin? Diese jungen Damen da unten wirken außerordentlich lebendig. Lebendig. Sie haben bisher keinen Kontakt aufgenommen, aber vielleicht könnten Sie mit ihnen reden, ihre zivilen Absichten verifizieren? Wozu? Hast du Schiss oder was? Hast du eine Ahnung, was die beiden hier oben machen? Denkst du, sie führen was im Schilde? Was war hier draußen los? Hast du die Aufseherin gesehen? Ich sollte mich auf den Weg machen. Ja, ich will die Aufseherin finden. Nun ja, aber es ist eine Weile her. Aber sie war eine einfallsreiche Frau. Es geht ihr sicher gut. Das sagst du so. Ich sollte mich auf den Weg machen. Passen Sie auf sich auf, Sir. Natürlich. Er redet von irgendwelchen Damen. Da unten. Es muss doch einen Weg da reingeben. Vielleicht. Oh, ein Wortbewohner? Hey, du! Hallo! Isela? NPC steht auf. Interagieren, interagieren. Wow, wow! Ganz ruhig. Wollte dich nicht bedrohen, nur ein paar freundliche Fragen stellen. Du kommst aus dem Vault, oder? Ich dachte, der wäre leer. Moment, ist die Tür noch offen? Die Tür ist fest verschlossen, da kommt niemand rein. Verdammt! Wir haben im Wayward einen Tipp gekriegt. Das ist eine neue Bar da unten an der Straße. So'n Kerl hat erzählt. Nachdem du ihm unsere letzten Kronkorken gegeben hast? Außerdem hat er erzählt, dass in diesem Vault, du weißt schon, das große Ding liegen soll. Die letzte Chance, was? Unsere Pechsträhne zu beenden. Das große Ding? Wovon du redest weißt du? Schon. Das Ding, wegen dem alle zurück sind. Der Schatz. Schatz? Hier gibt es einen Schatz? Ja, gab eine Funkmeldung dazu. Aber solltest du nicht wissen, dass er da drin ist? Ich habe es dir gesagt, Lacey. Der Typ hat uns betrogen. Aber das waren unsere letzten Kronkorken. Nein, irgendwer muss ja was wissen. Wir bleiben so lange, bis wir was erfahren haben. Also wunderbar. Ganz unter uns. Aber Schatz? Danke, dass du uns ein paar Antworten gegeben hast. Klar, Lacey, immer. Ist nur fair, dass ich mich revanchiere. Hast du irgendwelche Fragen? Definitiv. Wie ist die Welt da draußen so? Wir sind aus Virginia. Naja, was davon übrig ist. In die Richtung brodelt es ziemlich. Und die wenigen bewohnbaren Flecken, die wurden schnell geplündert. So ich ist mein, es. Appalachia ist echt gefährlich, aber immer noch besser als das, wo wir herkommen. Okay. Verstehe. War noch jemand aus dem Vault da, eine Aufseherin? Falls uns deine Aufseherin begegnet ist, hat sie sich nicht vorgestellt. Tut mir leid. Frag doch mal im Wayward. Ich habe den Eindruck, die halten sich für natürliche Blickfänger. Schon wieder das Wayward. Wir sollten das Wayward anvisieren. Ich gehe mal los. Sei vorsichtig da draußen. Wayward. Oh, guck an. Spendenkasten. 10 mm Punkte. Nehmen wir natürlich mit. Eine Granate und ein Stimpack. Ja, definitiv nehmen wir das mit. So. Jetzt geht es hier. Kann man hier kochen? Irgendwo den Berg runter. Ich kann schon ein paar Siedlungen, ein paar Gebäude erkennen. Mal schauen, wie das Ganze hier von der Ausrüstung her läuft. Okay. Da ist unsere Wumme. Wir haben genug Munition, um was zu reißen. Oh! Schwacher wilder Ghoul. Wir pirschen uns mal an. Oh, hier liegt ja noch was. Oh. Er bleibt doch liegen. Hat nichts dabei. Oh. Er hat uns gehört. So.
Ein Holzlöffel, den nehmen wir natürlich mit. Mit dem Holzlöffel, was soll uns da noch passieren? Ich was gehört? Das liebe ich ja an diesem Spiel. Diese Detailverliebtheit. Oh, eine Axt. Kampfmesser. Mal schnell nachschauen. Gegenstände, Waffen. Das Kampfmesser einmal in zerstört und nicht zerstört. Und die Axt. Schaden 29. Geschwindigkeit aber langsam. Das Messer ist schnell. Wir behalten das Messer. Es gibt in jeder Ecke, was habe ich gesagt? In jedem Winkel gibt es irgendetwas zu entdecken. Oh. Oh. Verdammt. Hat er darauf reagiert, dass ich ihm in die Schulter geschossen habe? Ist das so genau programmiert? Noch einer hier drin? Nee, aber... jede Menge Munition, eine improvisierte Pistole. Also wir nehmen mit, was natürlich überlebenswichtig ist. Eine geschwungene Glasschale nämlich nicht. Chromkorken, Lederrüstung. Ja, also wir nehmen gute Kleidung mit. Haarklammer. Sprengkapselbox. Was ist das? Wir schauen mal rein. Neu, Sprengkapselbox. Aluminium. Okay, das ist wahrscheinlich einfach nur Material. Also wir nehmen mit, was natürlich wichtig ist, sprich Munition, Gegenstände zum Heilen. Wir nehmen mit Kleidung. Was war das? Grobes Schießpulver. Nee, wir nehmen nur direkte Munition mit. Kleidung. Das sind Überreste von einem Ghoul, frag mich nicht. Oh. Oh. Wir nehmen auf jeden Fall alles mit, was uns am Leben hält. Sprich, wir nehmen keine Material hier. Erste Hilfe, Stimpack, Redaway, Wasser zum Trinken, zum Aufbereiten und Munition. Wir nehmen noch keine Materialien mit. Ich will keinen Plunder mit mir rumschleppen. Das machen wir alles später. Wir haben unseren Kompass unten am Bildschirmrand und in diese Richtung liegt das Wayward. Dann werden wir das auch mal aufsuchen, denn wir wollen herausfinden, was ist mit der Aufseherin passiert. Wo sind die alle hin? Ist das ein Weg? Ja, das ist ein Weg. Jetzt geht es quer durchs Land. Da ist doch, da bewegt sich doch was. Wir pirschen uns mal an. Es ist ein Eichhörnchen. Es ist ein verstrahltes Eichhörnchen. Es wird uns doch nichts tun, oder? Hallo? Mein Gott, sieht das schlimm aus. Hallo? Ach du Schande! Guckt es euch an. Oh mein Gott. Oh. Kann man das essen? Bubbelt irgendwas vor sich hin? Es quietscht wild. Kochstation herstellen. Ausruhen. Stehe. Na ihr? Ach da. Munition. Was ist mit... Wir nehmen dieses Schießpulver jetzt mal mit. Keine Ahnung, was da los ist. Hier sind noch mehr von diesen Eichhörnchen. Wir werden doch keine verstrahlten, unschuldigen Eichhörnchen hier erschießen. Völlig unnötig. So. Wir müssen weiter in diese Richtung. Da sehe ich schon wieder eine Struktur.
Da ist doch ein Dach. Da ist ein Dach. Da muss was sein. Oh. Schießerei. Ein Siedler? Eine Zecke. Oh. Schwarzbrennerhütte. Das ist ein Brahmin, die zweiköpfige Kuh. Leider gestorben. Oh, hier sind Zecken. Das sind aber Mutantenzecken. Widerlich. Zeckenblut, Zeckenblut sagt ja, das ist alles. Das sind alles Materialien. Da kenne ich mich jetzt nicht mit aus. Oh. Ein Siedler. Dem nehmen wir natürlich seine Sachen ab. Überschüssige Säure, das sind alles Materialien. Das ist Medizin. Instapüree gut erhalten. Das kann man essen. Das muss man jetzt, glaube ich. Was war denn das? Ah, da, ja. Essen und Trinken. Berghonig. Können wir essen? Harz. Benzinkanister. Reinigungsmittel. Das ist. Jetzt wird aber gegessen. Und ich war, aber wir gucken mal kurz rein. Essen und Trinken. Hier, Berghonig. Oh, das steigert sogar Charisma, Stärke, senkt aber die Intelligenz. Trefferpunkte. Der ist nicht verstrahlt. Lemkomek and Cheese. Wenn die Raider hier rumlungern, ist auch nicht verstrahlt. Gut erhalten. Das Instapüree ist auch nicht verstrahlt. Honigwabe, Erkrankungschance. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich mies. Deswegen werden wir das mal ablegen. Salisbury Steak. Gutes. Zuckerbomben. Jetzt muss ich noch eine Stunde warten. Hier steht Stufenaufstieg. Ja. Okay, worauf werden wir uns erstmal. Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Okay, Nahkampf ist am Anfang gar nicht so unwichtig. Wie viel man tragen kann, ist natürlich bei Fallout auch immer so eine sehr gute Sache. Man neigt dazu, viel Plunder mit zu schleppen. Perception, die Wahrnehmung, beeinflusst das Erfassen von Gegnern in der Nähe, die Fähigkeit, Schleichbewegungen zu entdecken und die Waffenpräzision im VATS. Der VATS-Modus ist dieser Zielmodus. Endurance, Ausdauer steht für deine physische Fitness, der Wert bestimmt deine Gesundheit, deinen Widerstand gegen Krankheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Auch sehr nützlich. Man muss hier und da bestimmt mal die Beine zwischendurch in die Hand nehmen. Genau wie Mutti früher. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu führen und ihnen zu helfen. Es ermöglicht dir, Skills mit höheren Punktzahlen zu teilen. Außerdem wirkt es sich auf deine Belohnung für Gruppenquests und Preise beim Handeln aus. Okay, Intelligenz steht für die allgemeinen geistigen Kapazitäten, bestimmt die Fähigkeit, Terminals zu hacken, den Zustand und die Haltbarkeit von hergestellten Gegenständen, die Menge an erhaltener Erfahrung sowie den Ertrag beim Wiederverwerten. Das hört sich sehr gut an. Die Menge an erhaltener Erfahrung, das heißt, man bekommt mehr Erfahrung mit mehr Intelligenz, macht natürlich am Anfang Sinn. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Schleichen möchte ich auch gerne. Ich spiele gern mit einem Gewehr auf die Distanz. Aber auch mit der Schrotflinte. Glück fasst zusammen, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Abklingzeit bei kritischen Treffern sowie den Zustand und die Haltbarkeit von Gegenständen, die du durch Plündern erhältst. Okay. Ertrag beim Wiederverwerten, Haltbarkeit von hergestellten Gegenständen, Menge an erhaltener Erfahrung, Terminals, Hacken. Ja, Wert der Erfahrung macht natürlich Sinn, oder? Wir nehmen das. So. Ach, guck mal. Und dazu gehört auch das. Das habe ich einmal im Besitz. Also. Ne, Moment. Annehmen. Haben wir die Karte jetzt zweimal? Bringt uns das was? Ja, das bringt uns was.
Wir können die jetzt verdoppeln und dann sind wir bei 30% mehr verlorene Gesundheit wiederherstellen. Sehr schön. Und wir haben wieder irgendeinen Rang freigeschaltet. Ausrüsten. Sehr gut. Verlassen. Was haben wir denn jetzt? Warte mal. Da war ich. Das ist eine Braustation. Gucken wir uns noch kurz an. Ein schmutziges Wasser, das kann man, glaube ich, aufbereiten. Guck mal hier, was ist das? Blutkäfer-Pfeffersteak-Rezept. Lernen wir. Challenge, sammel Kronkorken. Schmutziges Wasser, schmutziges Wasser, schmutziges. Change up, sammle Kronkorken, noch eine Challenge. Entweder erwischen uns die Verbrannten, noch eine Challenge. Die Wilden oder die Rats. Mais nehmen wir mit. Hundefutter in der Dose. Leguan am Stiel. Ja, wie gesagt, wir müssen. Also ein Kampfmesser, wir müssen auch überleben. Der Partyhut. Was hat der denn für einen Rucksack an? Wir schauen mal nach, was wir machen können. Wir können Wasser abkochen, wir können Tato-Saft herstellen. Der gibt uns 10 TP, Max AP, der ist gar nicht so schlecht. 15% Wasser und er ist nur 2 verstrahlt. Das abgekochte Wasser 5. Der Aufbau ist ein Knochenjob. Stellen wir einmal Tato-Saft her und zweimal, nee, doch, zweimal Wasser. Wasserkochen abgeschlossen. Was können wir an Nahrungsmitteln herstellen? Eine Maissuppe. Auch verstrahlt. TP, AP-Regulation füllt 10% Essen auf, 15% Wasser auf. Es hört nie auf. Zweimal Maissuppe. Eine Mahlzeit kochen. So haben wir auch gekocht. Ein hausgemachtes Essen. Jemand muss unsere Brüder und Schwestern ja versorgen. Ja. So ist es. Ein Hirschfleisch. Komm, das nehmen wir mal mit. Wir müssen hier dringend sauber machen. Und dann gucken wir mal, ob wir das zubereiten können. Tatsache, wir können es grillen. Hier. Boah, 60 TP, Tragekapazität, Essen 20%. Das stellen wir her. So, da muss ich mich nur dran erinnern, dass wir auch essen. Bin total verdreckt. Können wir denn was machen? Was ist das? Eine Mod. Nehmen Sie mal mit. Waffenwerkbank. Sensormodul. Das ist mir alles ein bisschen zu früh. Ich möchte zum Wayward. Ich möchte heute noch zum Wayward, dass wir bereit sind, unsere Reise, unsere Suche nach der Aufseherin fortzusetzen, beziehungsweise überhaupt erstmal zu starten. Ich meine, wir sind vielleicht 200 Meter aus dem Vault heraus. Da unten sind die nächsten Gebäude. Wir halten uns mal ein bisschen weiter östlich. Immer die Knarre im Anschlag. Und das Wasser. Da bewegen sich irgendwelche Roboter sind, glaube ich, freundlich gesinnt. Dieses Haus, das sehen wir uns später an. Jetzt kommen wir niemals mehr am Wayward an. Da bewegt sich was. Das sind Ghule. Ein Ghul sollte man niemals links liegen lassen, denn er wird dir irgendwann wieder über den Weg laufen. Was wäre denn, wenn ich jetzt Stufe 20 als Loadout gewählt hätte? Dann hätten die ja gar keine Chance. Okay, die scheinen freundlich zu sein. Was haben wir hier? Na? Fleisch und ein Bier. Warum ist es plötzlich so leise geworden? Wir
Wir haben hier irgendwo Salben. Oder sind die schon aufgebraucht? Okay, das ist eine Siedlung. Wow, hier laufen viele Leute rum. Alles Holz muss gefällt werden. Bastelwerkbank. Klebeband, okay, das ist ganz viel Material, Powerrüstungsstation. Kronkorkenvorrat. Es war nicht rot, also darf ich es mitnehmen. Bin nicht mehr fit in erster Hilfe. Okay, verstehe. Hey Kumpel, brauchst du irgendwas? Erstmal tue ich meinen Knarre weg. Welche hier von den Beeren war nochmal essbar? Hey. Was oh, für ein süß Wetter, Scheiß Verbrannte! Wenn sich noch ein Freund von mir verwandelt! Wo bin ich hier gelandet? Du siehst nicht gut aus, June. Denk dran, einige von uns kämpfen immer noch für Appalachia. Was dann nehmen wir mit? Bleirohr? Bleirohr ist eine Waffe? Patronen, klar. Auch Kartenmaschine. Ist das? Okay. Das ist für später. Schmutziges Wasser nehmen wir mit. Das sind alles Materialien. Hier werden wir später nochmal herkommen. Wenn wir wissen, was wir mit diesen ganzen Materialien anfangen können. So, also unser Ziel liegt in diese Richtung. Das werden wir uns zu Herzen nehmen. Das ist die Richtung, wo wir hinwollen. Oh, verdammt. Uah! Jetzt geht's los. Und wir wurden geschlagen. Irgendwie hänge ich hier fest. Ja. Wie genau? Wie genau schlägt er denn noch? Aha. Aha. So. Okay, das war schon mal ein Ghoul-Angriff. Ist nicht ohne. Wenn die in großer Zahl kommen, dann ist man schon schnell in einer schwierigen Lage. Hier ist schon wieder etwas mit Strukturen. So. Hier gehen wir als nächstes hin. Auf unserem Way zum Wayward, was wohl in dieser Richtung zu finden ist. Hier machen wir weiter. Auf unserem Weg. Hier machen wir weiter auf unserem Weg zum Wayward. Vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt durchs Ödland. Habt ihr Fragen zum Video oder dem Spiel, stellt sie gerne in den Kommentaren. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns. Bis bald.